Herzlich willkommen zu einem neuen Stadion-Vlog auf diesem Kanal. Ja, morgen am 4. Februar 2023 spielt der VfL Osnabrück gegen Erzgebirge Aue. Ich sag morgen, da ich das Video hier einen Tag zuvor beginne, nämlich am Freitag, da wir morgen früh raus müssen, da wir noch ein Fußballturnier haben. Deswegen kommen wir auch ein paar Minuten nach dem Anpfiff ins Stadion. Nicht wundern, deshalb, wenn wir etwas später da sind. Und ja, Aue ist ein sehr guter Gegner, haben nämlich in den letzten 4 Spielen 10 Punkte geholt mit 3 Siegen und 1 Unentschieden. Und wir in den letzten 5 Spielen 5 Siege. Sehr gute Bilanz also von beiden Teams, deswegen schätze ich mal, wird das ein sehr, sehr spannendes Fußballspielen. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Ich wollte euch auch nochmal was zeigen, nämlich das Match-Worn-Trikot von Noel Niemann vom Spiel VfL Osnabrück gegen Schalke 04. Ja, es war ja ein Testspiel, da waren wir auch im Stadion. Das Testspiel ist 2-2 ausgegangen. Ich habe auch einen Stadionvlog gedreht, könnt ihr euch gerne anschauen. Und ja, sogar mit Unterschrift. Und das wollte ich euch nochmal eben zeigen. Und dann zeige ich euch nachher auch nochmal mein Outfit für morgen. Ich habe mich jetzt entschieden für diesen Pullover. Ganz schlicht und vorne drauf die Bremer Brücke, hier auch nochmal Bremer Brücke und das VfL-Logo. Und für diese Hose einfach schlichte VfL-Jogginghose noch aus der letzten Saison. Und dennoch für das Heimtrikot mit Engelhardt hinten drauf. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen früh wieder. Es ist jetzt gerade ca. 7.30 Uhr, bin schon fertig umgezogen. Auch hier Bremer Brücke Pullover. Und wir fahren ca. 20 Minuten los. Und ja, dann sehen wir uns aber erst nach dem Turnier wieder, ca. um 12.30 Uhr, weil ich dort nichts filme. Und ja, dann sehen wir uns gleich auf dem Weg nach Osnabrück wieder. Und Brücken-ISC darf natürlich auch nicht fehlen. Das Turnier ist jetzt vorbei und jetzt geht's ab nach Osnabrück. Gerade im Stau und deswegen machen wir jetzt mit den Tipps weiter. Ich sag und hoffe auf ein knappes 2-1 für den VfL. Was sagst du, Papa? Auf ein faires 3-1 tippe ich. Und was sagst du, Marlon? Ich tippe auf ein 4-2 für den VfL. Okay, das sind unsere Tipps. Und ja, Tapazufa spielt er jetzt auch bei Aue. Ex-VfLer Legende, kann man schon fast sagen, ja, der Sheriff. Und ja, da freue ich mich auch schon drauf, ihn wieder im Stadion zu sehen. Die Aufstellung ist auch schon raus. Kühn im Tor, Kleinhansel, Jamfi, Tesche, Engelhardt, Simakala, Kunze, Chato, Traoré, Niemann und Beermann. Chato ja in der, ja, von, im Start, in der Startelf, weil Köder ja gelb gesperrt ist. 5. gelbe Karte hat er sich abgeholt im Spiel gegen Duisburg. Und auf ihn bin ich auch gespannt, auf Wiemann, ist ja auch neu gekommen aus Rödinghausen, war dort, wenn ich richtig habe, Kapitän. Ja, bin ich auch sehr gespannt drauf, hoffe, dass er heute zum Einsatz kommt. Hier im Parkplatz gefunden und jetzt geht's ab ins Stadion. Let's go. So, ja, sondern ein bisschen, wenn dann doch noch rechtzeitig zum Anschluss gekommen. In 4 Minuten geht's los. Wir sind alle ein Stück VfL.
Meine Mama an, die mich besonders. Das würde zurückgenommen, weil schon vorher abgepfiffen war. Oh. Auf jeden Fall 11 Meter. Yeah.
sehen wir uns gleich beim Halbzeitfazit. Halbzeitfazit, ja. VfL Osnabrück gegen Erzgebirge 1:1 zur Halbzeit. Beide Teams sind gut drin in der Partie. Am Anfang war der VfL ein bisschen besser, auch mit 1:0 in Führung gegangen, aber dann ein bisschen nachgelassen. Oder das Aue auch bekommen, haben die Elfmeter bekommen. Ich habe nicht ganz genau gesehen, was das Vorspiel war, weil ich in dem Moment weggeguckt habe. Ja, dann 1:1, dann war Klaue Aue ein bisschen besser im Spiel. Ja, ich finde, ein paar Schiedsrichterentscheidungen kann man auch ein bisschen anders pfeifen. Und dann am Ende der ersten Halbzeit ist VfL ein bisschen besser wieder ins Spiel gekommen, hat auch wieder ein paar mehr Torschancen. Hoffentlich geht das so weiter. Auf jeden Fall gute Stimmung von beiden Fanlagern und hoffentlich auf eine gute zweite Halbzeit. Oh!
Kamatova wurde gerade auch eingewechselt. Oh, look!
Okay, das war's jetzt mit dem Stadionvlog. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ja, 3-1-1 gegen Aue. Der Lauf geht weiter mit den Siegen. Und ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und guckt euch, schaut doch gerne mal bei meinem Instagram-Kanal vorbei. Und dann hoffentlich sehen wir uns beim Spiel gegen Bayreuth wieder.